Manfred Schmidt, 3:0 Test gegen die Wiener. Wie zufrieden bist du mit dem heutigen Spiel, mit dem heutigen Ergebnis? Ja, eigentlich sehr zufrieden. Alles das, was wir sich vorgenommen haben, wie es auszuschauen hat, die Abläufe, hat schon ganz gut funktioniert. Wichtiger Punkt, die neuen Spieler zu integrieren. Ich glaube, das sieht man, das funktioniert auch schon ganz gut. Wir müssen halt die letzte Abstimmung finden, aber da haben wir noch Zeit genug. Aber ich glaube, dass die Gruppe harmoniert, dass das schon ganz gut funktioniert hat heute. Ihr habt heute taktisch ein bisschen was probiert. Inwieweit wollt ihr vielleicht in Zukunft ein bisschen flexibler auch werden? Ja, genauso wie letzte Saison. Ich glaube, das hat gut funktioniert. Wir haben innerhalb kurzer Zeit die Systeme wechseln können. Das hat auch heute sehr, sehr gut geklappt. Die Mannschaft hat das versucht, so umzusetzen, wie wir es im Training einstudiert haben. Und hat mir ganz gut gefallen. Und so wie du auch sagst, wir wollen flexibel bleiben. Wir wollen Fußball spielen dabei und etwas aggressiver werden, nach vorne besser attackieren. Aber das ist Trainingsarbeit und das ist eine Abstimmungsarbeit in den nächsten Wochen. Stichwort Trainingsarbeit, was du im Laufe der letzten Saison immer wieder auch angesprochen hast, ist das Thema körperliche Fitness. Du hast gesagt, da wollt ihr noch mehr arbeiten, jetzt einmal abgesehen von den Spielern, die vielleicht nach einer Verletzung zurückkommen, die vielleicht so wie der Marvin Martins beim Nationalteam waren. Wie zufrieden bist du mit den Fortschritten im körperlichen Bereich? Ja, ich denke, mit den Spielern, die schon hier waren, haben wir eine sehr, sehr gute Basis natürlich. Die neuen Spieler, die dazukommen, bin ich auch nicht unzufrieden. Aber es gibt halt den einen oder anderen, der weniger gespielt hat, der aus einer Verletzung kommt, wo wir natürlich was anpassen müssen. Das sind verschiedene Ausgangspositionen. Aber grundlegend bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben sehr, sehr viel Talent dazu bekommen. Jetzt müssen wir die alle fit bekommen. Aber ich denke, dass die Zeit ausreicht, um die Spieler, die starten werden, richtig fit zu bekommen. Jetzt habt ihr gegen eine Regionalligamannschaft gespielt, gegen zwei Zweitligisten und jetzt kommt der große internationale Test. Ideale Vorbereitung dann für euch, oder? Ja, Riesengeschichte. Also wir fliegen so wie in einem Europacup-Spiel. Test kann man nicht wirklich sagen, aber es ist eine Möglichkeit, einmal zu sehen, wie so ein internationales Spiel ausschauen kann, wie die Übernachtung dann ausschaut, wie die Vorbereitung vor einem Spiel ist, wie schaut die Nachbereitung aus, wie stellt man sich auf so eine Geschichte ein, um Flüge und Trainingsgestaltung vom Essen her. Es ist eine Geschichte, da kann man einiges schon probieren, sieht man einiges. Natürlich ist das ein Riesengegner, macht Riesenfreude, da können sich die Jungs austesten und schauen wir mal, was passiert. Nach diesen drei Spielen kann man vielleicht eine kurze erste Zwischenbilanz ziehen. Inwieweit hast du schon ein Bild in Blickrichtung erste Meisterschaftsrunde? Ehrlich gesagt noch gar keines. Also ich muss die Spieler kennenlernen. Also die ersten Tage haben super funktioniert. So wie ich gesagt habe, das ist eine tolle Gruppe. Ich merke das menschlich, haben wir richtig tolle Jungs dazu bekommen. Sehr, sehr, sehr gute Spieler, talentierte Spieler. Jetzt geht es darum, so wie ich gesagt habe, aus den verschiedenen Ausgangspositionen, aus dem körperlichen Bereich, dass wir da die schnell fit bekommen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir gut in die Meisterschaft starten und dass wir eine gute Truppe haben werden. Siehst du auch, dass der interne Konkurrenzkampf größer geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es wird natürlich schwieriger werden, unter die ersten 11 zu rutschen oder in den Kader sogar zu rutschen. Da wird es schwierige Entscheidungen geben für mich, aber für das bin ich da, das mache ich gern. Und jeder kann mir zeigen, dass er da dabei sein will. Aber ist ganz klar, wir haben sehr, sehr viele Spiele. Es wird eine sehr anstrengende Saison, aber wir freuen uns drauf. Es war Belohnung für unsere Meisterschaft, die wir gespielt haben, für die überragende Saison. Und wir werden jeden einzelnen Spieler brauchen und der das kapiert, wird dabei sein.